Hi Leute, was geht ab? Willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal habe ich einen speziellen Gast hier, mein Bro Momo. Kam es, wie es kommen musste, 90 plus 4, die letzte Aktion des Spiels, der eingewechselte Quarteng mit dem Ausgleich. Momo, sag hi. Okay Leute, ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die ich Momo stelle. Ich würde mal sagen, wir starten, oder? Bro, erstmal erzähl mal ein bisschen über dich. Ja, ich bin Momo Quarteng. Den Freund hier kenne ich schon sehr lange. Wir haben unsere Eltern leben in derselben Straße seit 10 Jahren. Locker. Ja, locker 10 Jahre. Wir haben früher Fußball gespielt, wir sind auf eine Schule gegangen. Ich bin kein großer Fan oder von großer Begeisterung, was YouTube und so Sachen angeht. Aber als Jörg mir geschrieben hat, konnte ich nicht Nein sagen und das ist kein Problem. Ich bin jetzt das erste Mal auf so eine Fragerunde oder sowas, was Internet betrifft. Dafür nimmt man sich gerne Zeit und macht das für einen guten Freund. Vielleicht, boah, kurze Frage direkt. Wie lange zockst du schon? Wie lange spielst du Fußball? Du weißt doch, ASV, wann habe ich da angefangen? Mit 7 Jahren. 7 Jahren. Ich bin jetzt 23. Ja, also, kannst ja selber ausrechnen. Seit ich 7 bin, spiele ich Fußball. Krass, krass. Und wie sieht dein Alltag aus, wenn du jetzt nicht mal kickst, also wenn du frei hast? Also mein Alltag, eigentlich wie bei jedem anderen. Ich habe in der Regel fast an allen 7 Tagen habe ich irgendwie Training oder sonst was. Höchstens habe ich mal einen Tag in der Woche frei und da macht man dann extra Schichten oder man lässt sich den Tag irgendwie anders gestalten und keine Ahnung, was ich da mache. Also nichts Besonderes. Ich bin zu Hause, ich mache Dinge, wo ich unter der Woche sonst weniger Zeit habe, andere Sachen kümmern oder sowas, aber ich mache nichts Besonderes. Okay, Bro, hattest du mal eine Verletzung, eine starke Verletzung? Ja, also wie jeder weiß, im Fußball gehören Verletzungen dazu. Die Dinge sind manchmal kleiner, manchmal größer, aber ich hatte natürlich auch mal eine große Verletzung. Vor 3 Jahren habe ich mir mal meinen Meniskus gerissen, im Knie. Das hat so 3 Monate oder 3,5 Monate gedauert. Dann hatte ich mal, was hatte ich noch? Ich habe mir mal mein Syndesmoseband gerissen. Das ist so hier, so im Bereich hier, Knöchel. Das hat lange gedauert. Das hat auch fast, ich glaube, mehr als 3 Monate gedauert. Das waren so meine letzten großen Verletzungen, die ich die letzten 2-3 Jahre gehabt habe. Wie gehst du damit um? Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sich eine der Woche, 3 Wochen verletzt, ist schon krass von der Zeit her. Ja. Was machst du da? Denkst du dir nicht so, scheiße, aber jetzt Stammplatz oder was weiß ich, was für ein Platz geht verloren? Nee, also ich denke jetzt in erster Linie nicht an meinen Stammplatz oder sonst was, sondern einfach, dass ich nicht Fußball spielen kann, weißt du, dass es jetzt eine eklige Zeit wird. Du trainierst immer, dass du im Endeffekt so an den Wochenenden dann spielen kannst. Das ist alles auf so einem Ziel basiert. Du gehst ja auch arbeiten, damit du am Ende des Monats dann dein Geld auf dem Konto hast. Weißt du, was ich meine? Es hat alles so seine Zielsetzung und wenn du dann aufstehst und weißt, du bist jetzt erstmal 3 Monate verletzt und so und du trainierst alleine und hast immer Massage und Physio und sonstiges, es ist dann schon eklig, weißt du, weil manchmal sind die Verletzungen kompliziert, du weißt nicht, wann es wieder zurückgeht. Und die Zeit einfach so in der Reha ist halt schon ein bisschen bitter, ja, muss man sagen, aber was soll man machen, gehört dazu. Das ist echt scheiße. Wie hast du zum Beispiel Fußball und Schule so auf einen, weißt du was, man? Also bei mir. Also es gibt andere, vor denen man wirklich den Hut vorziehen muss, die Abitur und Fußball auf hohem Niveau so beides stemmen konnten. Was soll ich sagen, es fängt schon klein an, wenn du schon, ich bin ja damals mit, wann bin ich zu VfB gewechselt, ich glaube ich war 10 oder so.
Und da hat es schon angefangen, dass ich komplett keine Zeit mehr hatte für Freunde. Du weißt doch, wir waren früher immer spielen und alles, als wir noch bei einer Schule waren. Irgendwann war ich dann gar nicht mehr da. Und da war es einfach nur 7 Uhr oder 6 Uhr aufstehen, dann gehst du zur Schule, von dort aus gehst du ins Training und kommst abends irgendwie um 9:30 oder so zurück, isst dann und danach wiederholt sich der Tag am nächsten Tag darauf hin. Wochenende hast du dann meistens die Turniere gehabt, wo du keine Ahnung wo bist, Alter, Österreich oder Schweiz oder man ist überall gewesen, überall in Deutschland. Und ja, also ich sag mal so, wenn ich heute jetzt hier sitze, dann kann ich sagen, es hat sich Gott sei Dank gelohnt, wenn man am Ende sein Ziel nicht erreicht hat und irgendwo nicht so angekommen ist, so, dann ist es schon, also es ist eine Erfahrung und Erinnerung, die man genommen hat, aber wenn du so viel Sachen auf dich nimmst und auf Dinge verzichtest, dann wünschst du dir schon, dass es sich am Ende gelohnt hat, weißt du? Und ja, also egal, ich finde, uns geht's gut hier, je nachdem. Ich bin dankbar, dass ich das machen durfte. Und alles. So. Also ist es nicht so, dass die, es gibt ja Leute, die sagen, ja, guck mal, der ist Profi, der verdient beispielsweise Millionen. Der kickt ja nur. Das ist nicht so, es ist viel mehr, wie man eigentlich denkt. Gell? Ja, also erstmal möchte ich bestätigen, dass ich dass meine Profikarriere erst so für mich bist du Profi, wenn du spielst, weißt du. Ich habe jetzt nicht viel gespielt, ich war jetzt immer so nah dran, habe nah dran gekratzt und alles, Profivertrag und alles war schon, ist schon jetzt länger da und alles, aber ich habe mich noch, ich habe mich noch nie so, ich kann jetzt nicht hier sitzen und sagen, ja, als Profi ist es so und so und so und so und so. Das kann ich in irgendeiner Art und Weise schon tun, weil ich schon nah dran gewesen bin. Aber so richtig wirklich den Durchbruch ist bei mir noch nicht gekommen. Und ich weiß, wie es ist in dieser Branche. Aber was ich bis jetzt sagen kann, ist, Mensch ist Mensch, weißt du. Und die Leute beurteilen einen Fußballer nur nach den Dingen, die man im Fernsehen sieht. Ja. Und vergessen aber, dass also du kannst am besten sagen, ich bin jetzt, keine Ahnung, seit 10 Jahren oder seit 12 Jahren kennen wir uns und du weißt, was für ein Typ ich bin und für die Leute ist es dann immer nur, die gucken irgendwo und sehen irgendein Foto oder irgendein Spiel oder sonst was und so bewerten dann den Mensch, so weißt du, nachdem er einen Bayern-Fuß hat, so, das ergibt ja keinen Sinn. Ja, ich, das ist traurig, Mann. Ja, aber so die Dinge, wie es im Profi ist und Profibereich ist und so, das ist schön und ist ein Privileg und alles, weißt du, viele Kinder möchten das sein, aber es hat natürlich auch seine Schattenseiten, weißt du. Aber im Endeffekt darf man sich nicht beschweren, weil es ist der schönste Beruf, was man haben kann. Wie ist es auch, wenn du jetzt, du warst ja auch in Leipzig viel weiter weg, also von hier weit weg, wie ist es dann mit der Psyche, mit den ja, ich bin jetzt alleine, meine Eltern wohnen, keine Ahnung, 800 Kilometer weiter weg. Wie gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen? Ja, also schwer. Bei mir hat es ja angefangen, dass ich mit 14 raus bin von zu Hause und am Anfang habe ich mir das auch gar nicht irgendwie, ich konnte mir das nicht vorstellen, so Stuttgart verlassen, meine Freunde verlassen, vor allem meine Eltern verlassen, so, das war für mich unvorstellbar, aber irgendwann habe ich mir so gedacht, ey, das ist doch eine coole Chance, irgendwie früher zu reifen, wenn du weg von deinen Eltern bist und du kannst deine eigenen Erfahrungen machen und alles. Und ja, Mann, es war schon am Anfang übel stier, es war richtig, richtig schwer. So, die ersten 6 Monate bin ich öfter auch zum Trainer hingegangen und wenn wir mal ein Spiel hatten und danach einen Tag frei hatten, habe ich dann schon so öfter mal so drum gebeten, dass ich vielleicht noch einen zweiten habe oder so, dass ich, weil ich so weit weg gewohnt habe, also das ist auf jeden Fall nicht einfach und das war auch aber für meine Eltern nicht einfach, muss man auch an dieser Stelle sagen, weil ich bin noch ein kleiner Junge, weißt du, und die geben mich jetzt so, ich weiß nicht, in andere Händen, aber die lassen mich jetzt so ziehen, so, weißt du, das war für die auch genauso wenig einfach, aber im Endeffekt kann ich heute hier sitzen, 23 und sagen, es hat sich gelohnt.
Ich bin jetzt wieder zurückgekommen nach Hoffenheim. Ich bin jetzt schon, keine Ahnung, gefühlt sechs Jahre oder so, wohne ich jetzt nicht mehr mit meinen Eltern. Und ich kann alleine leben. Also du lernst einfach, wie das ist ohne Eltern früher. Und ich habe das früher gelernt. Und ja, das ist in Ordnung heute im Nachhinein. Bro, man sagt ja, die Fußballer müssen auf ihre Ernährung achten und alles drum und dran. Stimmt das? Ist es so? Ja, also 100%? Ja, ist 100% so. Also irgendwann, früher als ich klein war, überlege ich, gab es auf Turnieren, Hallenturnieren, gab es Currywurst und so, Pommes und so. So Bratwurst und so Sachen, weißt du, was ich meine? Ja, ich schwöre, da gab es alles. Brötchen mit, keine Ahnung, mit Sucuk drin oder was weiß ich. Ja, so, das irgendwann merkst du schon, so, wenn du auch kicken gehst mit deinen Freunden, wenn du älter wirst und dieses Programm, dieses jeden Tag Training, so jeden Tag hast und über die Jahre, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 10 Jahre, was weiß ich, da merkst du schon, ey, so, du musst auf deine Ernährung achten. Also wenn ich jetzt eine Woche nur Salat und so Sachen esse und eine Woche mal nur so Döner und Burger und so alles esse, da merke ich sofort. Die Freunde kommen, Dinge mit Freeway Cola. Ja. Ey, Bro, willst du denn? Danke. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, also man achtet schon, so eine Balance zu finden. Ich sag jetzt, ich esse schon manchmal, so, ich mag Burger, so weißt du, ich bin Burger-Fan. Ich esse ab und zu auch mal einen Burger, aber ich gucke dann schon so, dass es mal so einmal im Monat ist oder so. Also sowas, so Burger einmal im Monat. Einmal im Monat. Ja. Ich hab gestern gegessen. Burger King. Ja, ich guck dann schon so, dass ich mich so grundlegend echt gut ernähre, weil im Endeffekt hängt es mit Verletzungen zusammen. So, weißt du, das sind so kleine Baustellen, so. Es wird zu deinem Nachteil, wenn du nur Scheiße frisst. Okay, Bro, was würdest du den Leuten da für Tipps geben, die wo jetzt auch vielleicht Profi werden wollen oder gerade so dabei sind, weißt du? Was ist das Wichtigste für dich? Für mich das Wichtigste, sorgt dafür, dass egal wo ihr weggeschickt werdet oder man euch sagt, in welchen Kreisen auch immer, ob es Freunde oder irgendwelche Leute, mit denen ihr zur Schule geht, die sagen, du wirst es eh nicht schaffen oder sonst was. Ich darf fluchen, ne? Scheiß auf die alle. Scheiß auf alle, wirklich. Zieh durch und guck, was am Ende dabei rauskommt. Gib Gas, wenn es dein Traum ist, ob du Polizist werden willst oder Fußballer oder Sänger oder sonst was. Okay, wenn du komplett schief singst und es die Leute sagen, musst du schon annehmen. Aber was Fußball angeht, gib dein Bestes und glaub dran und am Ende des Tages entscheidet Gott, was für dich bestimmt ist und du wirst deinen Weg gehen. Ja, das ist meine Message an junge Stuttgarter oder alle, die dieses Video sehen und jung sind und auch irgendwie es schaffen wollen, was Fußball angeht oder was auch immer ihr machen möchtet. Gebt 100% und guckt, was am Ende dabei rauskommt. Geil, Bro. Danke nochmal für alles. Kein Problem, Brudi. Für dich gerne. Und Leute, das war's mit meinem Video. Mit Momo. Das hast du gut gemacht, Alter. Noch eine Sache. Hau raus, Bro. Hau raus, was du willst. Lasst euch nicht beeinflussen von Dingen, die auf Instagram oder die andere posten. Oder lasst euch von dieser Welt nicht blenden. Moment. Alles gut, Bro. Geh ran. Ja, alles gut. Lasst euch nicht blenden von all den Sachen, die ihr auf Instagram seht. Diese Welt ist eine andere draußen, so nutzt alles, was ihr draußen so erleben könnt und alles. Lasst euch nicht beeinflussen im negativen Sinne, was Instagram, Snapchat, Facebook oder diese ganzen medialen Plattformen da euch zeigen. Bleibt immer ihr selbst und geht deinen Weg. Das ist perfekt, Bro. Also Leute, abonniert meinen Kanal, gebt ein Like, schreibt was Gutes für Momo in die Kommentare. Das war's, peace, ciao. We'll be right back.